Kennt ihr auch diese lustigen Videos, wo Männer gefragt werden zur Periode einer Frau und ziemlich schlecht abschneiden und für viele Lacher sorgen? Das Spielchen drehen wir jetzt einfach um, denn ich nenne dir jetzt wichtige Fakten zur Periode. Und dafür brauchen wir das hier, eine Gebärmutter. Ja, diese lustigen Videos, die kennen wir alle. Aber eigentlich sind sie gar nicht so lustig, denn die Jungs, die da vor der Kamera und dem Mikrofon stehen, haben ja wahrscheinlich nie beigebracht bekommen, was eine Periode eigentlich ist und was es damit auf sich hat. Und grundsätzlich zeigt das nur das Versagen derjenigen Personen, die für die Aufklärung zuständig waren. Ob das jetzt Kindergarten, Schule, Eltern, Großeltern, wer auch immer ist, da ist wohl ein kleines Defizit entstanden. Aber gar kein Problem, dafür gibt's YouTube und dafür gibt's diesen Kanal, denn mit diesem Kanal möchte ich dich aufschlauen, ganz umsonst mit meinem Fachwissen. Das Einzige, was du als Danke dalassen könntest, wäre ein kleines Abo. Also, Periode. Was ist das eigentlich? Die Periode ist ein Zeitraum im Zyklus der Frau. Vielleicht weißt du, dass eine Frau einen hormonellen Zyklus hat, der 25 bis 35 Tage lang ist. Und am Anfang dieses Zyklus steht die Blutung, die Periode oder auch Menstruation genannt. Also haben wir schon einen Fakt geklärt, nämlich wie oft hat Frau ihre Periode? Ja, in der Regel, ja, lustiger Wortwitz, ich weiß, einmal im Monat. Circa alle 25 bis 35 Tage. Das kann auch immer mal ein bisschen schwanken. Ist also kein Schweizer Uhrwerk, dass man nach 28 Tagen immer den ersten Tag der Periode hat. Was kommt da aber eigentlich raus bei der Periode? Du wirst jetzt initial sagen, ja, Blut. Blut ist auch ein Bestandteil, aber ein großer Teil davon ist Schleimhaut. Schleimhaut, die sich in diesem kleinen Ding hier aufgebaut hat, in der Gebärmutter. Und die baut sich deswegen immer auf, weil die natürlich denkt, da kommt jetzt eine Schwangerschaft. Ein kleines befruchtetes Ei möchte sich da einnisten. Wenn das aber nicht passiert, dann wird diese Schleimhaut nicht mehr gebraucht und deswegen wird sie abgestoßen. Das ist genau, was bei der Periode passiert. Schleimhaut und ein bisschen Blut werden Monat für Monat abgestoßen von der Gebärmutter, wenn es nicht zu einer Schwangerschaft kommt. Periode haben bedeutet also auch potenziell schwanger werden können. Das ist auch ein wichtiger Fakt. So eine Menstruation dauert üblicherweise 3 bis 7 Tage. Das ist so der Normbereich. Es gibt Mädchen und Frauen, die haben auch mal 8, 9 Tage. Es gibt auch Mädchen und Frauen, die haben es vielleicht ein bisschen kürzer, aber so in dem Mittelmaß bewegt sich die Periode. Und das ist auch gleichzeitig, wir spulen ein bisschen gedanklich zurück, der Beginn des Zyklus. Also die ersten Tage des Zyklus sind die Tage der Periode. Lustige Frage bei einem dieser Videos war auch, wie viel Blut verliert denn so eine Frau? Und vielleicht kannst du jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenken. Der Kollege aus dem Video sagte, ja, so 6 Liter. 6 Liter ist natürlich viel, denn 6 Liter Blutverlust hat man, wenn man sich beide Oberschenkel abtrennt. Also das ist quasi das Blutvolumen, was ein erwachsener gestandener Mann in sich trägt. Es sind nicht 6 Liter, sondern es sind schätzungsweise 25 bis 80 Milliliter. Ja, da kommt auch oft immer dieser Vergleich mit dem kleinen Espresso-Tässchen. Ehrlicherweise, diese Werte sind sehr, sehr geschätzt und der Blutverlust, das werden viele Frauen jetzt auch bestätigen, ist in den meisten Fällen gefühlt mehr. Aber wir vergessen nicht, hier geht es um den Blutverlust. Die Schleimhaut haben wir im Hinterkopf, dass das auch einen großen, großen Teil des Menstruationsgewebes ausmacht. Blut ist nur ein kleiner Teil und deswegen kommt die Milliliterzahl auch hin, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, das kann doch gar nicht sein, das muss doch viel mehr sein. Und um rauszukriegen, ob man zu viel blutet, darüber habe ich übrigens auch schon mal ein Video gemacht, darfst du dir gerne mal angucken, nimmt man eigentlich den Verbrauch an Menstruationsprodukten. Da kommen wir zum nächsten Punkt, ganz wichtig, Menstruationsprodukte. Das ist etwas, wo viele Jungs und Männer so ein bisschen Angst vor haben, wenn sie einen Tampon irgendwo rumliegen sehen, oh, dann ist das gleich was ganz Besonderes. Es ist wie ein Taschentuch für Frauen oder wie ein Wattetupfer, der da rumliegt oder wie ein Q-Tip. Menstruationsprodukte gibt es zahlreich. Es gibt Tampons, wirst du kennen, hat jeder mal eine Hand gehabt. Es gibt Binden und Slip-Einlagen. Es gibt aber eben auch die Menstruationstasse zum Beispiel. Ja, so ein kleines Tässchen, was man sich vaginal einführt und da kommt dann das Blut rein und das kann man wunderbar wechseln. Wegschütten, abwaschen, wieder benutzen. Es gibt aber auch Periodenunterwäsche. Sieht aus wie normaler Unterwäsche, normaler Schlüpper, nur dass da Einlagen eingebaut sind, die eben das Menstruationsblut auffangen. Danach kann man das wunderbar waschen und wiederverwenden. Es gibt also mittlerweile relativ viele Menstruationsprodukte. Und das ist alles nichts Schlimmes. Es ist eine Körperflüssigkeit wie alles andere auch. Kein Mensch schämt sich, wenn er nach dem Sport wiederkommt und geschwitzt ist. Niemand schämt sich für eine laufende Nase oder ein tränendes Auge. Und dann sollte man sich auch nicht für die anderen Körperflüssigkeiten schämen. Zum Beispiel Menstruationsflüssigkeit. Und by the way, das müssen Mädchen und Frauen alles bezahlen.
das haben die Jungs gar nicht auf dem Schirm und die Männer, dass da monatlich einfach viel Geld fließt für etwas, was man halt gar nicht ändern kann. Das sollte man tatsächlich wissen zur Periode. Das sollte jeder Mensch zur Periode wissen, weil das sind die absoluten Basics, was da passiert, wie viel und warum. Und jetzt gebe ich dir noch einen ganz kleinen Schwenk zum Zyklus der Frau, damit wir das auch mal grob skizziert haben. Ist jetzt so quasi on-top-Wissen. So ein Zyklus haben wir gehört, 25 bis 35 Tage. Und stell dir jetzt die Mitte vom Zyklus vor, da findet der Eisprung statt. Hier ist quasi der Moment, wo Frau fruchtbar ist und wird, denn wir brauchen ja eine Eizelle, um schwanger werden zu können. Die Frauen brauchen das, also die Männer auch, wenn sie mit der Frau schwanger werden wollen. Also ist in der Mitte des Zyklus ungefähr dieser Eisprung in den meisten Fällen. Davor gibt es eine Phase, die nennt sich erste Zyklusphase und danach gibt es eine Phase, die nennt sich zweite Zyklusphase. Und die zweite Zyklusphase, die ist relativ konstant, die ist immer so zwischen 12 und 14 Tagen roundabout lang. Und die erste, die kann so ein bisschen variieren. Haben wir geklärt, wenn die Eizelle nicht befruchtet wird, rauschen Hormone ab. Und dann passiert genau der Zyklusbeginn, die Periode. Wenn dich noch weitere Videos aus dieser Reihe interessieren, was sollte man wissen, dann darf ich dir diese zwei wunderbaren Videos empfehlen. Außerdem würde ich mich total freuen, wenn du mir ein kleines Abo dalässt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß bis dahin und tschüss.